Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Servus und herzlich willkommen zurück, ihr kleinen und großen Justitias da draußen vor dem PC, Handy, Laptop, Sheriffstationen. Wir spielen immer noch Edna und Harry, Harrys neue, bösartige, brutale, nervenzerfleischenden Augen. Part Nummer 19. Ich muss überspicken. Jo, im letzten Part waren wir genauso erfolgreich wie im Part 17. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder in dieser komischen, echten Welt. In der Sheriffstation. Und wir schauen uns erst einmal die Justitia an. Lily hatte sich oft über die Gerechtigkeit im Kloster gewundert. Und dann sprechen wir es mal auf. Ah, Lily, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest es wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Uh-uh. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte. Ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Nie. Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einander hinführt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Also wir müssen das jetzt so stimmen, dass Lügen gut ist, sozusagen. Das Tutorial hier könnt ihr mal wieder skippen. Das wollen wir jetzt nicht. Aber wir machen mal ganz kurz nochmal das Tutorial. Hier ist eure Logik gefragt. Setzt Justitias Aussagen in Relation, so dass eine neue Aussage entsteht. Schafft ihr es, Justitia in nur 3 Zügen zu beweisen, dass Lügen durchaus gut sein können? Okay, Gott ist gut und wahrhaftig. Ach so. Also Gott. Kann ich das dann alles hier so reinsetzen? Okay. In 3 Zügen kann ich ihn solchen beweisen. Ich nehme mal das hier einfach. Böse Weisheit. Ach so. Und dann muss ich das kombinieren. Gott ist Wahrheit, denn es ist vielleicht das hier. Das klingt. Ja, das ist logisch. Böse Weisheit, Wahrheit, Weisheit, kommt raus. Böse Wahrheit. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das so ein bisschen. Also das ist die böse Wahrheit. Okay. Der Teufel lügt mit aller seiner Bosheit. Gott ist Wahrheit, denn er ist voller der Weisheit. Der Teufel ist böse mit viel Weisheit. Das hatten wir ja schon nochmal. Kann man das dann nicht nochmal nehmen? Ja, das ist logisch. Ich mach's mal. Ich probier's mal einfach aus. Okay. Das war das hier, ne? Tja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Gut, aber trotzdem, ich halte jetzt damit fest, dass das beides passt. Das ist klug. Gut. Dann, Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Probieren wir mal das. Was passiert denn daraus?
Ja, das ist logisch. Also wäre jetzt die Lüge die Weisheit und Böse ist Wahrheit? Ah, jetzt verstehe ich. Also Böse ist jetzt die Wahrheit, Lüge ist die Weisheit. Und jetzt müssen wir noch Weisheit wahrhaftig machen. Nee, wahrhaftig Hammer. Weisheit haben wir schon. Und jetzt die Bosheit mit Bosheit. Okay, warte mal, ich notiere mir ganz kurz mal aus. Damit ich das beim nächsten Mal nicht vergesse. Lüge, Entschuldigung. Lüge, böse. Und böse Weisheit. Das war das hier und das hier, okay. Und doppelt. Doppelt? Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Okay. Das ist. So, das dann war. Dann hatten wir. Wartet. Das hier. Oder? Lüge böse. Und böse Wille. Das da, glaube ich. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts probieren. Mist, verdammt. So. Das ist gut. Yep. Dann hatten wir das hier. Das hier. Das gut, es muss auf jeden Fall immer so ein Teufels-Icon haben. Das hier und das hier hatten wir aber doch schon. Wir müssen jetzt halt noch Lüge ist cool. Irgendwie Wahrheit, Weisheit, Bosheit. Wir hatten das zusammen, wir hatten das zusammen mit dem hier. Wahrheit und Weisheit. Aha, das ist die. Was kommt daraus? Gut und Wahrheit. Nee. Was machst du denn da? Daraus lässt sich probieren. Da konnte ich nichts machen. Das? Das weiß ich zumindest. Das ist. Teufel ist böse. So vielleicht? Ja, das ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefällt. Ach ja, das ist ja dasselbe. Wieder. Manu. Okay. Das ist. Yes. Das ist klar. Das ist klar. Das ist. Was haben wir denn noch nicht so ausprobiert? Das haben wir eigentlich noch nie ausprobiert. Das glaube ich eher. Was machst du denn? Daraus lässt sich probieren. Nipp. Nippes! Was? Das hier. Das ist. Ist ja wurscht, oder? Ob die Reihenfolge von denen hier richtig ist. Ich finde, dass das irgendwie dabei sein muss. Gott ist gut. Gott ist Wahrheit. Das haben wir ja.
das hier vielleicht? Was passiert dann? Tja, das ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gibt ihr bei mir? Ich verstehe schon. Ach ja. Dann mache ich es nochmal anders so mal. So rum. Weil es müsste ja das gleiche rauskommen. Ja. Das ist wurscht. Also, ich habe irgendwie so das Gefühl, das gehört gut dazu. Gut, Wahrheit. Das haben wir doch schon auch gehabt, oder? Das machen wir so. Was machst du denn da? Ich probiere einfach mal jetzt kurz aus, wenn ich darf. Das? So. Das hier und das hier. Das? Und dann haben wir das hier. Ja, also Lügen sind, gibt ihr beim. Ja, er akzeptiert es nicht. Aber wir sind nah dran, oder? Das? War das nicht nah dran? Das? Was machst du denn? Daraus lässt sich ja gar nichts ablaufen. Probier was ab. Gute Wahrheit. Was machst du denn? Daraus lässt sich ja gar nichts ablaufen. Probier was. Einfach mal ausprobiert. Was machst du? Daraus lässt probier was. Ich will es mal ausprobieren. Was passiert denn da? Was machst du? Daraus lässt probier was an. Vielleicht stimmt's ja. Was machst du? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier Schade. Was anderes. Aber das macht mir hier Spaß. Ja, das ist logisch. Das hatten wir ja auch schon richtig. Lüge ist Weisheit. Ja, Wahrheit ist böse. Was ist das dritte eigentlich? Teufel ist gut, glaube ich. Das hier? Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Du musst schaffen, dass Teufel ist gut zu schaffen. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja probieren, was anderes. Nein, warum geht das nicht? Teufel ist böse, aber er ist gut. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nicht probieren, was anderes. Teufel ist böse mit viel Weisheit. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja probieren, was anderes. Okay, machen wir mal auf. Ich möchte mal wissen, was war der letzte Punkt? Das möchte ich jetzt einfach mal wissen. Also wir wissen jetzt, dass hier das hier stimmt. Das? So. Dann stimmte das hier und stimmte das hier. Das? Gell? Ich glaube also, böse müsste Wahrheit sein. Böse müsste Lüge, Lüge müsste Weisheit sein und böse müsste gut sein, ja? Böse. Haben wir das nicht schon mal? Das haben wir doch schon mal. Was machst du denn da? Daraus lässt sich probieren, was. Ah. Na also, Lügen sind. Lüge gut. Lügen sind gut? Aber. Das müsste es gewesen sein. Habe ich das nicht ausprobiert schon? Hä? Okay, gut. Jetzt haben wir es geschafft. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Yeah. Also es tut mir jetzt leid, aber ich habe es richtig erkannt. Lüge ist gut. Das wollte ich ja erreichen. Aber ich dachte, ich habe das vorher ausprobiert so. Okay, könnt ihr entscheiden, ob es wirklich so war oder nicht. Aber der Grundsatz war der richtige. Jetzt kann ich nämlich lügen.
Ach, herrje. Ich lass ab. Hans. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Na gut. Dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Juhu. Jetzt können wir nämlich gehen. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Schauen wir mal, was passiert denn eigentlich? Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Aha, ja. Dann spielen wir halt mal noch mal eine Runde. Schauen wir mal, ob wir das noch in der Aufnahme reinkriegen. Boogie. 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 Okay. Jetzt haben wir gerade mal gar nichts im Inventar. Kaffee würde uns wieder aus der Trance werfen. Lilly wusste gar nicht, was den Justitia-Dämon so aufgeregt hat. Ihr erschien das alles ganz logisch. Lüge ist gut. Ganz einfach. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Wir können jetzt mal einfach nochmal nach hinten gehen. Indianerfriedhof. Da hat sich jetzt nichts verändert. Ach, wir können ja jetzt lügen. Stimmt. Huch! Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Ja. Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Also Kleingeld. Das ist ein Tipp. Gut. Was machen wir jetzt nun? Wir müssen... Wie kommen wir eigentlich wieder zurück? Nee, komm, wir kommen da gar nicht mehr zurück, ne? Kommen Sie näher, kommen Sie... Ach du schon. Leider habe ich keine Gratisproben mehr. Auch wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du... Die Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch... Oder auf Rezept. Wir haben nichts... Wir schauen nochmal hier rein ins Salon. Ach doch, wir können wieder zurück, genau. Doch, mit dem Kaffee können wir wieder zurück. Dann trinken wir den. Das wird auch ein bisschen komplizierter dann. Wir müssen nur bloß dann wieder... Wahrscheinlich das... Das geht nun mal raus. Aber dann kommt doch Harvey, oder? Yes. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte. Bei einem... Oder... Lilly erkannte, dass dies ein gefährlicher Ort war. Dem Erzähler verging langsam die Tatsache, war doch nie. Jetzt muss ich wieder in die Welt hinein, um dann wieder hier rumlaufen zu können.
Du sollst dich nicht an Gefähr... Das müssen wir unbedingt brechen. Da war schon wieder langsam. Naja, gut. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich mache jetzt bei der nächsten Aufnahme weiter. Ich werde gerufen auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bye. Juhu. Bleib fesch.